Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. So, vorab, bevor das Video hier richtig losgeht, nochmal eine kleine Ankündigung. Und zwar am Montag wird wahrscheinlich die erste Folge Pacey Bits kommen. Ihr habt in der Abstimmung dafür gestimmt, Food 19 Pacey Bits. Das heißt, da wird dann am Montag die erste Folge kommen. Genau, heute in der Folge wird es dann nochmal das Tor der Woche geben. Und da war ich mir in den letzten Tagen nicht mehr so richtig sicher. Stimmt mal oben rechts ab. Wollt ihr überhaupt noch ein Tor der Woche? Wollt ihr es überhaupt noch? Ich frage euch jetzt mal. Also, stimmt ab. Und stimmt ab für das, was ihr wollt. So, wir gehen jetzt hier rein in die Versus-Angriff-Spiele im St. Patrick's Day-Event. Ja, hoffentlich können wir hier ein paar Siege führen. Wäre sehr, sehr nice. Wir sehen uns beim Endstand. So, jetzt sind wir hier beim Endstand 7:7. Ein Unentschieden. Das geht in Ordnung, auch vom Spielfluss her. So, dann gehen wir jetzt hier auch ins Zweite rein. Vielleicht können wir hier gewinnen. Wäre ja schon nice, mindestens einen Gewinn vielleicht mit dabei zu haben. Mal sehen, was unser Gegner hat. 98, 120. Wir sehen uns beim Endstand. So, hier ist der Endstand und wir haben gewonnen gegen Ton Hickskop 7:3. Ja, endlich noch ein Sieg und gehen wir jetzt hier ins letzte Spiel rein. Vielleicht können wir das auch nochmal gewinnen. So, jetzt erstmal 10 Regenbogenpunkte. Und wenn wir das gewinnen, hätten wir 30 Regenbogenpunkte. Regenbogenpunkte natürlich. Regenbogenpunkte. Und ja, dann könnten wir 3 Packs öffnen. Aber erstmal gucken, was der Gegner hat. Nämlich 98, okay, also wir sehen uns beim Endstand. Und wir sind jetzt hier beim Endstand. Wir haben leider verloren. 8:9, ganz knapp. Naja, aber trotzdem können wir 2 Packs öffnen. Hier. Und zwar mit unter anderem hier die Goldkessel. Und es sind 4 Goldkessel. Das ist jetzt nicht ganz berauschend, aber man nimmt wie es kommt. Und haben wir hier noch die Skill Boots. Und das nächste Pack noch 75.000 Münzen. Okay. Gut. So, ich öffne jetzt hier noch meinen Glückskleeblatt-Spieler. Den hole ich mir. Und dann nehmen wir hier Duffy, denn der bringt auf dem Markt am meisten. Habe ich schon nachgeguckt. Und ja, zieht euch das einfach rein. Maximal 97 Guess. Boni freigeschaltet. Und jawohl! Ja, 95er. Ich weiß nicht, ob ich ihn reinstellen werde. Kommt auf die Chemie an. Dann seht ihr hier noch das Tor der Woche eingeblendet. Von gut, jetzt habt ihr das Tor der Woche gesehen. Also stimmt gerne mal oben rechts ab, ob ihr es noch wollt oder nicht, das Tor der Woche. Das ist hier die Frage. Ja.
das ist mir auch aufgefallen, in letzter Zeit ist die Bewertung unter meinen Videos nicht mehr so toll gewesen. Also Likes und Dislikes Anzahl im Vergleich, ja, halt die Differenz davon. Und da wollte ich euch halt fragen um Verbesserungsvorschläge, weil ich möchte euch fragen, was euch nicht so doll gefällt. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, was euch hier nicht so doll gefällt. Gehen wir jetzt hier nochmal rein in die Inform-Packs. Vielleicht können wir nochmal was ziehen. Im ersten Pack ist leider kein Startspieler drin. 69er Murillo. Und im zweiten Pack ist leider auch keiner wieder drin. Schade. 70er Gynok. Naja. Gut, dann war es das heute von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Rechts oben abstimmen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah, yeah.